Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Letztes Mal haben wir die Koka, den Koka-Vorrat in Höhe von ein paar Millionen zerstört. Und ja, jetzt holen wir uns mal die da. Und dann gehen wir zum nächsten. Stammen Sie sich Salazar? Mal der Kokas rechte Hand ist ein Einheimischer namens Salazar. Sie hängt völlig von ihm ab. Mal sehen, wie sie reagiert, wenn wir ihn gefangen nehmen. Ja, genau, das war in dieser Palle, dieser komische. Festhalten, Leute. Alles gut, fahr los. Dieser komische. So richtig habe ich es noch nicht verstanden, was die an ihm hat. Also irgendwie, er hat irgendjemand angezündet oder so. Und deswegen mag sie den jetzt. Scheiße, seht euch den Abgrund an. Ich habe schon von der Todesstraße gehört, aber in echt ist es was anderes. Ja, eine Katastrophe kurz vor dem Ausbruch. Vor, wohl eher eine Dauerkatastrophe. Ich möchte hier nicht mit Knarrer an der Schläfe langfahren. Da ist der Konvoi. Ich sehe Salazar. Ziel markiert. Schnappen wir ihn lebend. Ist das, Eskorte wurde zerstört. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Eröffne Feuer. Der Leutnant flieht. Gefangene. Wey. Pero. Ya valió madres. Aquí están las armas. Sehen irgendwie alle wirklich gleich aus. Wey. Sie kommen auf uns zu. Was machen wir, Boss? Wir fahren weg. Wir nähern uns dem Sammelpunkt. Achtung, unsere Haltestelle. Und willst du nichts dazu sagen? Oh, okay. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Wey! Pero! Pero! Dann bin ich mal gespannt. Leck mich dort, Blanquinosa de Mierda! Ich sage euch nichts! Salazar, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie gar nichts sagen müssen? Ohne Sie läuft doch ein Scheiß drüben in Tabakal. Und wenn Madre Coca aus ihrem Versteck kommt, schnappen wir sie. Entonces, ihr glaubt wirklich, sie vertraut nur mir? Carajo, mujer. Sie hat treue Männer, die mit den Bauern arbeiten. Na, wenn das nicht mal interessant ist. Tja, und schon helfen sie uns. Halt! Tu ich nicht! Tun sie doch. Und Madre Coca wird sie lebend häuten, wenn sie davon erfährt.
Geben Sie uns Namen, Salazar. Dann bleibt die Sache unter uns, versprochen. Wenn nicht... Dale pues. Okay. Wow. Das war jetzt mal interessant. Okay, nichts passiert. Ashley Bowman hat gerade ein paar Namen für uns hochgeladen. Salazar hat ausgepackt. Es ist eine Liste mit Santa Blanca-Spitzeln in der Kooperative. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir schalten sie aus. Nice. Ah, hier unten. Töten Sie Mandrikokas Unterstützer. Sind alle auf einen Haufen, oder was? Salazar hat die Namen einiger Kokaleros ausgespuckt, die heimlich für Mandrikoka spionieren. Falls Chavez und die anderen eine Chance gegen das Kartell haben sollen, müssen wir diese Scheißkerle ausschalten. Mhm. Also die Tante sieht echt ein bisschen krank aus. Hier, Bowman, wir haben sie. Heilige Scheiße, wir haben sie. Wie bitte? Ich hab's gerade von meinem Rebellenkontakt in Tabakal erfahren. Madre Coca hat sich bei ihnen gemeldet. Sie glaubt, die haben Salazar und will ihn zurück. Sie verlangt ein Treffen, um zu verhandeln. Glauben Sie ihr? Ich glaube, sie will Salazar. Alles andere ist egal. Wir haben Madre Coca, wo wir sie haben wollten. Begleiten Sie die Rebellen zum Treffen. Reden Sie mit ihr. Überzeugen Sie sie, dass sie Salazar nur zurückkriegt, wenn sie mitspielt. Ich schicke die Koordinaten vom Treffpunkt. Die Rebellen bringen sie hin. Ich zähle darauf, dass sie die Sache unter Kontrolle halten. Wir brauchen Madre Coca lebend. Da ist die Farm, wo sich die Kartellspitzel verstecken. Sobald wir einen von ihnen töten, verteilt sich der Rest. Wir müssen sie schnell ausschalten, bevor sie entkommen. Puh, das wird interessant. Drohne fliegt. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Mit dem sind's fünf. Also, wir müssen die schnell ausschalten. Wir sind jetzt bei 10. Markiere Ziel. Umfeld beachten. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Aber das geht ja. Vor allen Dingen, ich kann ja meinen Dudes sagen, dass die einfach die drei erschießen sollen. Und den Rest mache ich irgendwie. Es sind 15. Okay. Roger, ich gehe suche eine bessere Schusslinie. Geh auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Ziel. Du fliegst loslegen zurück. Fuck, greife an. Sie sehen ein bisschen nervös aus. Hab ein. Ihr Leutnant verpisst sich. Erstes Ziel erledigt. Wiederhole. Erstes Ziel erledigt. Zum nächsten. Zweiter Abschuss bestätigt. Suchen wir die letzte Kartellratte und schalten sie aus. Das war der letzte. Verschwinden wir und überlassen den Cocaleros den Rest. Gut, hat ja noch geklappt. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die so viel aushalten. Gut. Hier. Madre Coca sagt, dass sie wegen Salazar verhandeln will.
Die alte Schlampe klingt verzweifelt. Vielleicht können wir sie ja gegen El Sueño aufbringen. Sie müssen sie nur überzeugen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Ich meine, die hat... Also ich meine, die hat ja, also sie hat ihren Sohn verloren an Kokain und dann macht sie alles dafür, dass so viele wie möglich Kokain bekommen, ungefähr. Ich check's nicht. Dann... Bowman, wir nähern uns jetzt dem Treffpunkt. Gut, die Rebellen warten. Folgen Sie ihnen und sie bringen Sie zu Madre Coca. Gut. Hallo. 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 Seid ihr Esos Junkies? Ja, genau. Los, folgt uns. Ich nehme den Hubschrauber. Ich will ja nichts sagen, Boss. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Madre Coca legt uns rein? Shit, die Alte ist zäher als Alligatorhaut. Klar verarscht die uns. Bowman glaubt, Salazar sei ihr Wunderpunkt. Madre Coca wird mitspielen, wenn sie glaubt, ihn zurückzukriegen. Und wenn sich Bowman irrt, dann baumelt unser Arsch im Wind, nicht ihrer. Was wäre denn daran neu, Holt? Es ist eine Sache, uns schlecht informiert reinzuschicken. Das kommt vor, klar, aber hier stecken wir die Hand ins Maul der Bestie und hoffen, sie beißt nicht zu. Ich meine, was, wenn Madre Coca uns nur rauslocken will und dann einen von uns schnappt? Dann kann sie ihn gegen Salazar eintauschen. Wie zum Teufel kommst du darauf? Ich würde so machen. Und Madre Coca ist um einiges fieser, als ich es je war, verstehst du? Wir nähern uns dem Treffpunkt. Bleib cool, wir sind zum Reden hier. Aber wenn die anfangen rumzuballern, dann mäht die Wichser nieder. Falls sie uns reinlegt, sollte ihr erster Schuss sitzen. Denn ich schwöre, einen zweiten kriegt sie nicht. Einverstanden. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ein Sicario mit MP. Wo hast du sie? Das Feld. Da. Warte, die sehen dich. Ja, das war irgendwie klar. Bowman, hier Nomad. Madre Coca ist tot. Was ist passiert? Es war ein Hinterhalt. Die Alte hatte nie vor, zu verhandeln. Sie wollte Geiseln, um sie gegen Salazar einzutauschen. Und fast hätte sie sie bekommen. Diese alte Hexe. Druck wirkt in beide Richtungen, Bowman. Sie wusste, dass sie den Zugriff versuchen würden. Ihr einziger Fehler war, dass sie uns unterschätzt hat, als die Falle zuschnappte. Ja, verstehe. Ich glaube trotzdem, das Risiko war es wert. Sie umzudrehen wäre ein echter Coup gewesen. Schnappen Sie Ihr Team und verschwinden Sie. Madre Cookers Tod wird Wellen schlagen. Mal sehen, was passiert. Roger, Nomad Ende. Runter, Arschloch! Erstmal ein Video anschauen. Verzweifelte Menschen machen Fehler. Und ich hatte El Jajo und La Gringa verzweifelt gemacht. Vielleicht war der Druck zu groß. Doch mir blieb keine Wahl. Die Angriffe auf die Produktion nahmen zu. Darunter litt unsere Absatzkette. Wenn nichts geschah, würden wir unseren Marktanteil verlieren. Also drängte ich sie, mehr Koks herzustellen. Das konnten sie nicht. Also streckten sie es, senkten die Qualität, um die Quantität zu steigern. Ein verständlicher Fehler, aber eben doch ein Fehler. Ich hatte die Marke Santa Blanca über Jahre etabliert. Ein Qualitätsprodukt, ein Primo-Preis für ein Primo-Produkt. Das Problem, das Produkt war nicht mehr Primo. Dafür musste jemand büßen.
Wie dumm ist der? Wie du... Es war nur, ist er so dumm. So, ja, die Produktion geht... Die geht nicht mehr besser. Beziehungsweise, nee, die Produktion wird angegriffen. Und wir bekommen keine Coca-Blätter mehr. Und die, ja, die können nicht mehr herstellen. Und was macht Elsvenio? So, ihr müsst mehr herstellen. Und natürlich strecken die das. Ich meine, sonst tötet er die und... Alter, ist der dumm. Achtung, Nomad. La Gringa hat wohl gerade ihr Verfallsdatum beim Kartell überschritten. Was wissen wir? Der Schaden, den sie bei der Produktion verursacht haben, hat La Gringa dazu gezwungen, den Reinheitsgrad zu senken, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Sie wollte wohl Zeit gewinnen, um alles zu regeln, bevor Svenio etwas merkt. Dumm gelaufen. Und jetzt will Svenio ein Exempel an ihr statuieren. Ein Team ist zu ihrem Haus unterwegs. La Gringa sitzt dort in der Falle. Es sei denn, wir holen sie raus. Genau. Fahren Sie sofort zu Ihrem Haus in Puyo. Machen Sie ihr klar, dass sie mit uns besser fährt als mit Svenio. Und bringen Sie sie zum Abholpunkt. Hinterhalt! Schaltet die Penner aus! Ach, das ist ein Hinterhalt. Sie revoltieren? Sie sind schon dabei. Madre Cucas Unterstützer hätten etwas dagegen unternehmen können. Aber sie haben das verhindert. Santa Blanca hat gerade seinen Haupt-Coca-Lieferanten mitsamt Vorräten verloren. Das wird ihre Produktion lahmlegen. Verstanden. Danke für die guten Nachrichten. Wir ziehen weiter. Nomad Ende. Das ging jetzt sehr schnell hier. Krass. Gut. Dann gehen wir hier lang, aber wir brauchen dafür einen Helikopter. Hier oben. Gehen zu Fuß. Warte, geradeaus, ne? Ja, perfekt, geradeaus. Gut! Uiuiui. Also, Coca-Blätter sind jetzt schon weg. Was mich überrascht ist, dass wir den da gar nicht machen müssen, um hier ranzukommen. Also, normalerweise muss man doch alles erstmal Blattwälzen, sag ich mal. Um dahin zu kommen. Naja. Da ist der Helikopter. Halte durch. Nur noch ein bisschen. Feind im Bereich. Augen auf. Come on. Du schaffst es. Hi. Es gibt nur einen Weg, hier lebend rauszukommen. Ich bin kein Verräter. Aber okay, ich rede. Lass uns den Rebellensender einschalten.
Nee. Hier drüben ist ein Narko. Nahe dem Geschütz. Halt, die werden dich sehen. Scharfschütze im Tor. Ich weiß halt nicht, ob das ein schlechten Einfluss auf das Ende hat, wenn ich die ganzen Rebellen nicht so hoch pushe. Oder ob das eigentlich ziemlich egal ist. Es gibt ja ein gutes und ein schlechtes Ende. Wie die an der Seite so hüpfen. Weil ich hätte da so mega Schiss, ganz ehrlich. Da zu hocken, wäre halt mega scary. Junge, Junge. Monte Punku, eine bergreiche Provinz, die von üppigen Dschungel bedeckt ist. Ich trinke mal was. So. Eigentlich müssten wir bald da sein. Eine Dschungelprovinz, zuvor eine katholische Mission. Ja, und jetzt beten sie irgendwie so eine Skelettgöttin an. Good job. So, breite, fruchtbare Täler im Herzen des Dschungels. So, dann landen wir hier mal kurz, um einfach neue Infos über diese Funktion zu bekommen. Aber man merkt schon, dass wir schon fast fertig sind, weil überall jetzt Rebellen rumfliegen. Rumfahren. Kommen wir in eine neue Provinz? Ja, Via Verde. Die Karte zeigt eine Hauptstraße, die in die Stadt Via Verde führt. Kontaktieren wir Bowman. Gut. Ich glaube, dass, ich glaube, das benutze ich als Ende. Warte, sind wir wenigstens hier? Ja, gut. Oh Gott, was war das denn jetzt? Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.